Und dann sind wir wieder zurück. Es ist ein neuer Sonntag und ein neues Let's Show für euch. Diesmal spielen wir noch einmal Salt. Ich hatte es schon mal Let's Show gehabt, aber irgendwie gab es da einige Probleme mit dem Hochladen auf YouTube. Es hat dann irgendwie mitten im Spiel gefreezed, sag ich mal so. Obwohl ich es eigentlich, ich habe es wirklich 30, 40 Minuten lang gespielt gehabt, aber irgendwie war das Video dann weg. Und ich hatte aber die Datei leider gelöscht gehabt und konnte somit nicht nochmal neu hochladen. Und deswegen, neues Spiel würde ich sagen, Pirate Break, aber ich würde sagen, wie immer, sind wir dem Mr. Mannheim. Und ja, der Rest ist mir eigentlich egal. Schauen wir mal, was uns erwartet. Was sich geändert hatte, wir haben eine neue Version, die Version 1.6. Ja, und ja, jetzt kann ich mir wieder mehr zeigen, ich hoffe auch, dass es nicht wieder Probleme gibt. Und da sind wir auch schon. Schön, schön, schön. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Okay, da ist Inventar, da auch. Da kann ich mich ducken, hüpfen. Ach hier. Was haben wir denn da? Ein Herz und eine Pancakes. Gut, das brauchen wir erstmal alles noch nicht. Gut. So, haben wir schon was collected. Gestrandet auf einer Insel. Sind wir alleine? Das ist die Frage. Natürlich gibt es überall noch mehr Inseln, wo wir überall hingehen können. Ich hätte ja Lust, da drüben hinzuschwimmen. Ich gehe nochmal in den Wald rein, ob ich noch was finde. Irgendetwas, irgendetwas. Hier haben wir noch was. Zack. Kann man sowas mitnehmen? Klar. Jetzt dachte ich, da hinge einer. Hier ein Stein? Nee, doch nicht. Dachte ich jetzt erst. Sah so aus. Genau, die rechte Insel, die mehr so aussieht wie ein Vulkan. Da gehen wir hin. Hier, den hole ich noch, den Block. Und ja, wie gesagt, mal schauen, was uns hier so erwartet. Wen wir hier so finden, ob wir überhaupt jemanden finden. Sieht ein bisschen aus wie The Forest im Cartoon-Look. Und, ja. Ich würde sagen, schwimmen wir mal rüber. Schaffen wir doch. Okay, gut. Tschüss, Insel. Lustig wäre es, wenn jetzt so Kannibalen angerannt kommen würden. So, wir gehen darüber. Ah, da haben wir da drüben dann noch gleich mehr. Ja, genau. Wir nehmen den geradeaus. Ich hoffe mal nicht, dass sie jetzt mit dem neuen Update hier noch irgendwelche Haie reingebracht haben. Ich hoffe es ja nicht so. So, links unten denke ich mal, dass grün so eine Art Ausdauer schlafen ist oder so. Das rote wird mein Leben sein. Ja, weiter geht's. Und da kommen wir auch schon näher. Tauchen kann ich leider nicht. Naja, was soll's. Ja, Sword in der Version 1.6. Habe ich es nach, keine Ahnung, das habe ich, das war eins mit meiner ersten Let's Shows, glaube ich. Ja, ewig, ewig her. Ich müsste jetzt da mal nachschauen. Ich glaube, fast locker ein halbes, dreiviertel Jahr. Und ich hatte es auch immer versprochen gehabt, es zu machen, aber irgendwie aus den Augen, aus dem Sinn, ne? Kein Schiff weit und breit, was mich mitnehmen kann. Schade, schade, schade. Da, jetzt sehe ich doch schon irgendwas. Da, jetzt genau hier auf meinem Zeiger hin zeigt. Ich würde die kleinen Kinder mal sagen, sind wir schon da, sind wir schon da.
Ja, ich kann auch sagen, dass ich jetzt gerade das Salt jetzt gerade aufnehme, direkt nach Minecraft Story Mode. Da habe ich soeben die Episode 4 beendet. Ich werde nichts spoilern, keine Angst. Ja, und jetzt nehme ich gerade Salt auf. Das kleine Baby schläft, da muss man die Zeit nutzen. Obwohl ich auch immer tierisch müde bin. Aber naja. Muss man sich halt auch mal abends ein, zwei Stunden Zeit nehmen. Wenn es klappt, wenn es passt, dass man wieder das aufnimmt. Deswegen haben wir auch damals so eine Let's Play Gemeinschaft gegründet, sage ich mal. Ja, wie gesagt, ich, dann müsste meiner, dann haben wir die Kami, ja, das ist meine bessere Hälfte. Dann haben wir den Tominator, das ist mein Bruder. Und den Dude ist auch ein guter Bro von mir. Und ja, so haben wir uns halt eine Vereinigung gegründet, um einfach auch jeden Tag ein Video rausbringen zu können, wenn wir es schaffen. Ja, das ist abgedeckt. Also wir sind ja, wie gesagt, wir leben jetzt nicht davon, was wir hier machen. Wir sind ja, sagen wir mal, kleine YouTuber, aber wir machen es ja aus Spaß. Ja, wir spielen gerne Spiele, alles Mögliche. Da hinten ist doch einer. Da gehen wir doch mal hin. Da oben ist Lagerfeuer. So, scheinbar sind wir hier richtig. Sieht er uns schon? Ich würde erstmal zu dem Lagerfeuer schnell hochgehen. Und ja, genau, wir sind wie gesagt eine Let's Play-Gemeinschaft und ja, ich mache meistens die Let's Shows, wenn ich es kann. Und jetzt durch den Nachwuchs mit dem kleinen Sturmpuper, nenne ich ihn mal, ja, kommt man nicht mehr ganz so oft zum Spielen, leider, aber ich versuche es immer mal wieder. So wie jetzt. Sollte mir mal was craften. Oh nein, da ist er. Wie kann ich den hauen? Ich kann ja gar nicht hauen. Weg ins Wasser zurück. Wie war das jetzt nochmal? Basic, was haben wir hier? Eine Pickaxe. Loks und zwei Flint da. Mist, wir haben nur einen Flint. Gibt es irgendwas, wo wir nur Loks brauchen? Da, ein Klapp, ein Lok. Hier, ein Klapp crafte ich mir jetzt. Ein Knüppel. So, den nehmen wir auch gleich in die Hand. So. Jetzt. Jetzt gibt's aufs Maul. Wo ist er? Da hinten. Ah, er hat eine Axt. Die Sau. Ja, die holen wir uns jetzt. Komm her. Bam. Bam. Scheiße, der ist stärker wie ich. Wir haben ihn. Alles mitnehmen. Ach du Scheiße. Unsere Lebensanzeige voll weg, ey. Mist. Ja, wir schauen mal schnell weiter. Ich brauche was zu essen. Dringend. Oh ne, das ist der nächste. Gehen wir mal zu dem Lagerfeuer. Vielleicht können wir ja dort. Ja, was soll ich denn essen? Holz und. Ach nein. Mist. Dann gehen wir mal ganz aus außen rüber.
Kann man das hier irgendwie abbauen? Wieso auch? Oh, da ist der nächste Idiot. Ich will schon das hier haben. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Angst gehabt. Ja, Mensch, toll. Wo rennt denn jetzt hin? Ist die Insel ja schon belagert, toll. So. Ich kann ja auch zwei Knüppel benutzen. Ja. Ja, so ist es halt, wenn man sich jetzt ein Spiel raussucht, wie jetzt hier, muss man erstmal schauen, wie man eigentlich überhaupt was craftet. So bin ich gerade. Ach, scheiße, ich bin ja noch unter Wasser. Und es geht doch irgendwie. Ja. Wie gesagt, bei der Forest, da ging das damals noch. Da wusste ich immer ganz genau, dass ich das schon Let's Plays gesehen hatte. Das funktioniert. Der Energie regeneriert sich langsam. Leider, nur langsam. Ah ja, schauen wir mal hier schnell weiter. Und mit der Befürchtung, dass da einer ist. Der haut uns dann sofort weg. Ne, wir sind dann sofort weg. So, Knüppel raus. Oh. Das Ding wie so eine Trommel. Danke. Dann nehme ich doch den Steinplumpen da auch noch mit. Schauen wir mal, was es hier so Schönes gibt. Bam. Ah, härtere Schläge kann man seitlich vergeben, sage ich mal. So, die Insel ist mir zu gefährlich. Zu viel Kannibalen. Wir gehen da drüben zu dem einsamen Baum. Und da ist auch noch ein Stein. Da craft man uns da mal irgendwas. Wie gesagt, die Energie regeneriert sich. Gibt es überhaupt was zu essen? Ich weiß, bei meinem letzten Show... Da gab es nichts, doch, da gab es da nicht Tiere, doch, da glaube, da gab es Tiere, aber ja, die Kunst echt nicht einfangen, ich hätte nichts gehabt. Mit den Knüppel wollte ich mal hinrennen, aber tja, bringt ja nicht viel. Und da haben aber einige Piraten auch niedergelassen, die haben auch Waffen fallen lassen. Das war's aber auch. So. Sagen wir mal den harten Schlag hier. So. Hier ist wenigstens schön schattig. Ach so. Ich würde sagen, hier könnten wir uns mal was errichten, oder? Wo man hier, was kann man mal für den Ding Kämpfer? Ja, 3 Loks, 2 Flintstones. Haben wir doch Flintstones, nicht oder? Ich depp. Hä? Climbing Rope will ich eigentlich nicht. Ach, ich bin ja doof. So, dann craften wir uns doch mal ein Feuer. So, wo ist es hin, das Feuer? Da. Ist schon richtig gut hier. Was kann man... Ah, hier können wir uns ausruhen. Ah. Was kann man noch bauen? Ein Pickaxe, ja gut. Schwert 5 Stein und ein Lock. Wisst ihr was? Ich gehe mal ganz kurz mit meinem Knüppel jetzt mal hier rüber. Da hinten ist zumindest noch ein Lock. Und einen Stein bräuchte ich dann noch.
Gucken wir mal, ob wir den finden. So, schnell hier rüber. Was ist der? Können wir uns ausruhen? Da muss er also jetzt gar nichts essen. Oder vielleicht geht's mit Essen schneller. Wer weiß. Und dass der immer die Waffe dann gehen lässt. Das finde ich ein bisschen dämlich, aber naja, was soll's. Was ist der? Oh, ich kann auch. Huch, ich kann ja auch rennen. So, die Ausdauer ist unten. Noch ein bisschen schneller. Huch, falsche Taste. Ist auch nicht schlecht, Mensch. Hier ist ein bisschen mehr Schatten, aber naja. Aber ja, seht ihr, gibt es echt Inseln ohne Ende. Oh, was drücke ich denn immer nur für den Quatsch? Was ist denn das da hinten? Ein Haus? Eine Art Baumhaus? Da gehen wir hin. Das schaffen wir jetzt noch. Ich würde sagen, wir gehen wirklich bis zum Rand hier raus. Da ist auch noch ein Stein, guck mal. Ich glaube, den mache ich jetzt noch platt. Und dann könnte ich mir erstmal schnell ein Schwert craften. Ich glaube, das ist besser als der schöne komische Knüppel hier. So. Oh, das können wir alles noch mitnehmen hier. Zack. Das nehmen wir noch mit. Hier den Klumpen noch weg. Ja komm, mach den weg. Wir haben nicht so viel Energie, ich weiß. So, wo war denn das Teil jetzt? Da. Wir gehen bis hier hin. Gucken wir mal so nicht, dass irgendwas passiert. Und craften. 5 Steine, ein Lock. Ich brauche 5 Steine und ein Lock. Hey. 5 Steine und ein Lock. So. Wo ist der Knüppel? Na gut. Ho, 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 ihr Piraten. Oh, da ist sogar ein Reh, seht ihr? Aber, oder ein Hirsch. Ein Hirsch sogar. Aber wie gesagt, die sind echt schwer zu kriegen. Naja, ich gehe jetzt mal in das Baumhaus rein, würde ich sagen. Schön wäre es natürlich jetzt, gell? Hi, zack, weg. Und dann hat sich das erledigt. Cool. In meiner letzten Let's Show, meiner 1.5-Version, gab es das meiner Meinung nach noch nicht. Zumindest habe ich es nie gefunden. Von daher. Ich lasse jetzt mal das Schwert hier draußen. Jetzt rennen wir schnell hin. Ach, ja, gut, kannst du vergessen. Hä? Ah, ich bin jetzt schon oben. Oh, ein Bogen. Und noch eine Kiste, nehmen wir alles mit. Und ein schönes Bild. Ist das jetzt nicht schlecht? Das ist natürlich jetzt nicht schlecht. Dann würde ich sagen, ich mache mal hier nochmal so ein Campfire hin. Flint war es und das. Oh. Jetzt bin ich zu schnell. Flint und Holz. Campfire craften. So. Und das setzen wir, wenn da unser Boot ist, würde ich sagen. Abends geworden.
könnten ja mal schnell cool, ey, auch wie dunkel. Ich sehe ja gar nichts. Den nehmen wir noch mit. Ob uns die Bösen hören? Wer weiß das schon so genau. Nehmen wir noch mit. So, und in den Bogen wieder. Pfeile haben wir schon drin. So, immer hier von der Hütte aus. So. Ich sehe den aber auch nicht mehr, ne? Ist irgendwie verschwunden. Ist auch viel zu dunkel, ey. Das ist ja der Hammer. Ich sehe gar nichts. Ich glaube, ich muss noch mal ins Campfeuer reingehen. Und es ein bisschen heller machen. Wie der Mond untergeht. Ja gut, haben wir halt vorgespult, ne? 11 Stunden. Oh, unsere Energieleiste ist oben, aber ich denke, unsere Hungeranzeige ist das. Die ist unten. Irgendwo ein Hirsch sehen oder so? Ich sehe nämlich nichts. Ich habe bestimmt schon die Insel verlassen. Ich kenne doch mein Glück. Mensch, wo ist denn der hin? Oben irgendwo hin. So. Ist doch schon wieder weg. Das ist doch nicht den hier ernst. Wo soll denn jetzt hin sein? Die wollen mich gerade wohl ein bisschen veralbern hier, hä? Hirschi. Ein verdammter Hirsch hier auf dieser Insel und er ist weg. Hier ist er auch durch den Boden geglitscht. Da ist er doch. Ja. Jetzt rennt er schon wieder weg. Da hinten, da hinten. Oh, da rennt er aber weit. Da ist er. Das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte eigentlich, ich bin ein guter Bogenschütze. Gut, Legolas bin ich jetzt nicht unbedingt, aber... Oder Hawkeye. Aber ein Popo macht gut Schaden, ne? Keine Pfeile mehr! Ist das denn ihr Ernst? Oh. Nochmal Buch auf, wie mache ich Pfeile? Ein Lock, zwei Blind Fibers. Komm, den mache ich jetzt noch.
Hey, nochmal. Log und Plant Fieber stand da, ne? Bow, eine Arrows, ein Wood und ein Flintstone. Wood and Flintstone. Wood. Wie kriege ich da jetzt? Oh, das kostet gleich so viel. Zwei Pfeile. Oh, oh. Ah, ne, gut, ich dachte schon. Ich dachte schon, das war's. Jetzt hoffe ich ja nur nicht, dass der Hirsch sich regenerieren kann. Den kriegen wir jetzt. Ja, wir haben ihn. Gebt mir alles hier. Den Feiger kann ich auch noch nehmen. Schade. Gut. Naja. Zurück zum Lager. Ich hoffe, es ist noch da. Und dann könnten wir mal gucken, wie wir jetzt vielleicht was Warmes zu essen machen, oder? Was haben wir so zu fressen? Was habe ich jetzt einfach so gegessen? Na gut. Ich gehe wieder hier hoch. Ich kann den ganzen Kram hier drinnen verstauen. Natürlich nicht schlecht so. Aber. Ja. Das war's, würde ich sagen. Mit dieser Folge, mit diesem Let's Show von Sword. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Von daher bleibt dran. Bis zum nächsten Sonntag wieder ein neues Let's Show für euch. Immer schön reinklicken. Ihr wisst nicht, was kommt. Meistens weiß ich es ja selber nicht. Ansonsten haben wir noch genug andere Projekte am Laufen. Von daher, bis zum nächsten Mal.